Im nächsten Beitrag geht es viel um Oberösterreich. Wir sind heute hier in Linz im Alten Rathaus bei der Offiziersgesellschaft Oberösterreich und übersiedelt nach Traun, wo 60 Jahre Militärkommando Oberösterreich gefeiert wurden. Die Frau Minister und viele politische Prominente waren mit dabei. Sie haben beim Empfang 60 Jahre Militärkommando Oberösterreich einen wichtigen Orden bekommen. Was war das? Das ist die sogenannte Commander's Coin, also die Kommandantenmünze. Also es ist ein Zeichen der Wertschätzung des Militärs gegenüber den Ausgezeichneten. Sie sind Brigadier in Ruhe oder außer Dienst. Wird es noch weitere Auszeichnungen für Sie geben aufgrund Ihrer langjährigen Verdienste bei der Exekutive und bei der Offiziersgesellschaft? Also ich glaube nicht, dass es noch allzu viele Auszeichnungen geben würde, aber die schönste Auszeichnung ist die gute Kameradschaft, die Kollegialität zu den Kolleginnen und Kollegen, ob beim Bundesheer, ob bei der Feuerwehr, ob bei der Rettung oder ob bei der Polizei, und ein gutes Verhältnis im Familienleben. Jedoch gab es im Rahmen der Mitgliederversammlung der Offiziersgesellschaft Oberösterreich noch eine weitere Überraschung für Brigadier Erwin Spendling-Wimmer. Mittlerweile in Ruhestand und eine weitere Auszeichnung. Erwin ist es gelungen, dass in 44 Dienstjahren als Polizist niemand je ein schlechtes Wort über ihn gesprochen hat, und es wird auch nie irgendwer ein schlechtes Wort über ihn sprechen. Weil er auch selbst nie ein schlechtes Wort über jemanden anderen verloren hat, egal wer das ist. Das muss ihm einmal einer nachmachen. Bist du, und das schätzen wir insgesamt sehr an dich. Daher gratulieren wir dir zu dieser Auszeichnung und wünschen alles Gute. Wie wichtig sind solche Auszeichnungen? Motiviert das auch die Offiziere, aber auch die Mannschaften? Also Auszeichnungen sind sicherlich nicht nur eine Anerkennung, sondern auch eine Motivation für diejenigen, die eben ausgezeichnet werden. Aber man muss demütig bleiben als Ausgezeichneter. Alleine kann man nicht viel leisten. Es gilt an dieser Stelle immer auch der Dank dem Team und die Organisationseinheit, die hinter dem Ausgezeichnet stehen.